Hi Leute, willkommen zurück zu Sekiro und wir machen heute noch mal einmal einen Kopflosen. Drei, vier Stück haben wir jetzt schon besiegt insgesamt. Was wir brauchen natürlich göttliches Konfetti, die lila Flasche und was können wir noch dazu nehmen? Den neuen Effekt, den wir hier Arcos Geistschutz bekommen, Geiststurz bekommen haben. Der macht nämlich noch mal mehr Schaden und zusätzlich können wir natürlich hier noch den blauen hier nehmen. Der ist auch noch ganz gut, denn der erhöht ein bisschen Vitalität durch physische Angriffe. Und ja, da reisen wir jetzt einfach mal hin. Und zwar ist hier noch einer, den wir verpasst haben oder den wir bisher noch nicht gemacht haben. Hier im versunkenen Tal. Tal unter dem Schrein. Da reisen wir jetzt hin. Und dann gehen wir mal zu so einem Kopflosen nochmal. Machen hier nochmal einen Fight. Die sind relativ stark. Auch im Endgame noch relativ stark. Und da müssen wir einmal hier hinten lang gehen. So, dann hier rüber. Die zwei Affen können wir natürlich schnell wegmachen hier. So. Und dann müssen wir hier hochhüpfen. Das ist ein bisschen eklig. Ja, geht aber. Ja, nochmal hier die Sachen einsammeln. Und dann müssen wir hier hoch. An der Wand festklammern, rüberlaufen. Ja, einer ist unter Wasser in der Asche in der Burg, ein Kopfloser. Und den habe ich schon ziemlich am Anfang gekillt. Und die anderen zwei, die ich getötet habe, die könnt ihr dann schon sehen in anderen Videos. Oh, jetzt sind hier auch noch Geistergegner. Oh, das waren relativ viele. Ja, gegen die muss ich jetzt nicht unbedingt kämpfen. So, das müssen wir nämlich hier einfach runter. Entsprechend müsst ihr natürlich schon tauchen können. Was ihr wahrscheinlich könnt, wenn ihr im Endgame seid. Früher solltet ihr auch nicht unbedingt die Kopflosen machen. Denn die sind wirklich nicht zu verachten. Die zwei, da hinten ist er auch schon. Okay, und dann machen wir mal alle unsere Buffs an. Wir fangen mal an mit Geistschutz. So, machen wir nochmal den roten. Dann das göttliche Konfetti. Lila Flasche und die normale Flasche nehmen und ab geht's. Achtung, jetzt kommt er nicht hinter einem. Oh, genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Oh, nee. Okay, auferstehen direkt. Oh, nee. Ah, das passiert mir irgendwie immer beim ersten Mal, dass ich da bei den Kopflosen sterbe. Ich weiß auch nicht, wie jetzt. Es ist einfach eklig. Gegen die Typen. Ja, jetzt kommt auch noch Fäulnis dazu. Okay. Habe ich noch genug Konfetti? Ja, habe ich noch genug. Okay. Alles klar, dann machen wir das jetzt einfach nochmal. Wie gesagt, die sind relativ happig. Auch noch hier im letzten Abschnitt sozusagen. Deswegen habe ich die auch immer relativ spät jetzt gemacht. Außer den einen, den muss man schon ziemlich früh machen, weil man da, glaube ich, nicht mehr unbedingt hinkommt. Das weiß ich aber nicht ganz genau. Das ist dieser Unterwasser. Der geht aber auch am einfachsten von allen, da war da. Oh, nein! Zu viel gelabert. Halt dich doch fest, Junge! Oh, das gibt's ja nicht. Das muss ich hier schon einen Trank nehmen. Okay, jetzt aber Concentration. Ja, genau. Das, was ich eben gesagt habe, ist jetzt hier gerade zweimal passiert. Ja, auf jeden Fall, wo war ich? Den einen unter Wasser, den muss man, glaube ich, schon relativ früh machen in der Ashida Burg, weil man da, glaube ich, nicht mehr unbedingt hinkommt. Ich weiß es nicht ganz genau. Kann sein, dass man im Endgame auch noch hinkommt, aber der ist relativ einfach unter Wasser so platt zu machen. Durch das Schwimmen kann man immer wieder durchschwimmen und ihm einen Schlag verpassen und dann halt so weiter. Da macht auch nicht so viel verflucht Schaden. Und dadurch geht das eigentlich schon relativ easy. So, hier müssen wir wieder runter.
jetzt wird's besser, Leute. Ich sag's euch. Jetzt wird's besser. So. Ja, ich nehme ruhig nochmal einen Trank, das kann nicht schaden. Und ich nehme hier das Rote. Zack, Konfetti. Und dann nochmal einen Schluck aus der Literflasche. Ja, das ist natürlich immer dumm. Wenn er dich da so drückt, dann kommt man einfach nicht weg. Ey, das ist so ekelhaft gegen den. So, hier jetzt wegbleiben. Denn jetzt kommt er nämlich hinter einem wieder raus. So, diesmal habe ich dich gesehen, mein Freund. So, lila Flasche benutzen. Dann nochmal hier schnell die Kürbisflasche. Kann man ruhig mal zweimal nehmen auch. Jetzt hat er mich wieder erwischt, der Sack. Ah, jetzt kriegt er mich auch wahrscheinlich wieder gleich. Ah, ich kann nochmal hier die Flasche, die lila Flasche. Das ist natürlich immer schlecht, wenn er das macht. Ah, ich habe kein Konfetti mehr an. Oh ne. Jetzt ist meine Flasche auch schon fast weg. Nein, jetzt kriegt er mich auch wieder von hinten. Oh mein Gott, das ist ja schlecht. Das war ja noch eine schlechte Runde als vorher. Ja, der geht einem halt auch richtig auf den Sack, dieser Kopflose. Ist echt saustark, ey. Vor allem das von hinten. Man kann halt einfach nicht so richtig weglaufen. Man muss ihn dann, glaube ich, angucken. Irgendwie so war das. Naja. Schauen wir mal. So, dann kriegen wir hier vielleicht wenigstens noch die Falten voll. Na, nicht ganz. So, wieder hier hoch. Das hat diesmal gut geklappt. Und jetzt mache ich ihn aber platt, Leute. Ich sag's euch. Ich sag's euch, jetzt wird er geschlachtet. So, da ist er wieder. Konfetti haben wir auch noch genug. Geh jetzt mal ein bisschen näher ran. Ich komme jetzt mal hier von hinten. Zack. Konfetti. Ein Schluck aus dem Fläschchen. Und dann sind wir gut vorbereitet. Und er läuft schon wieder so langsam, ey. Ja, diesmal nicht. Diesmal nicht, mein Freund. Jetzt kommt er wieder hinter mich raus. Okay. Nein, den falschen Moment gedrückt. Oh, oh nein. Auch verstehen. Okay, jetzt kann ich mal eine normale Flasche benutzen. Boah. Nein, das geht nicht, ey. Jetzt bin ich wieder tot. Nee, hab's noch überlebt. Okay. Oh, schlag ihn doch, ey. Ja, Flasche hatte ich eigentlich noch voll. Auch nochmal Konfetti. Konfetti. Das gibt's doch nicht, oder? Jetzt kommt er wieder hinter mir. Ey, ich hasse das so. Das ist doch unglaublich. Das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich nicht mal den ersten Balken bei ihm. Unglaublich.
Heftig. Ja, Konfetti haben wir auf jeden Fall noch genug. Ich bin voll motiviert, Leute. Jetzt wird's was. Das kann ich euch sagen. Habe ich letztes Mal auch schon gesagt, aber jetzt wird's wirklich was. Oh Mann. Die sind aber auch echt hart. Mit dem Move von hinten, der ist so ekelhaft. Ich hau jetzt einfach direkt drauf, wenn er von hinten kommt. Ich glaube, das ist die bessere Taktik. Ansonsten schreibt mir gerne mal in die Kommentare, Leute, wie ihr die Kopflosen gemacht habt. Ich glaube, ich bin schon auf dem richtigen Weg, aber ich muss, glaube ich, auf jeden Fall mehr auf mich achten. So. Arkos-Schutz, göttliche Konfetti und einen Schluck aus der Flasche. So, und jetzt kommt er nämlich hinter mich. Da müssen wir auch einfach draufhauen. Jetzt sehe ich schon wieder nichts. Okay. Wieder eine Flasche. Ja, er hat schon nichts mehr. Ja, er hat doch schon gar nichts mehr. Das ist so hart. Komm her, du Vater. Das gibt's nicht, oder? Ich bin gerade aufgestanden und er kommt direkt hinter mir raus. Das ist einfach unglaublich. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall nochmal Konfetti. Jetzt macht er wieder so einen Scheiß. Ich kann auch mal eine Flasche nehmen. Nein! Gut, dass ich die Kürbisflasche gerade genommen habe. Steh auf! Steh auf! Haut da einfach durch die Defense durch. Das kriege ich doch nicht zu viel. Unglaublich, ey. Die ist so. Und ich hatte sogar zwei Leben, ey. Oh Mann. Da haben wir noch genug Konfetti. Warum ist er denn so hart, ey? Die anderen habe ich immer beim maximal zweimal besiegt. Aber er ist ja nur der absolute Knaller. Keine Ahnung, wie er das macht, ey. Sonst ging das immer richtig gut. Schaut euch auch gerne mal die anderen Videos an, Leute. Da seht ihr eigentlich, wie ich es auch besser mache, auf jeden Fall. Und ja. Wir sind schon so ein Typ. Boah, trifft der mich auch noch in der Luft. Das ist halt. In der Luft schießt er mich aber ab. Rate. Es ist halt so ekelhaft auch bei ihm, weil man so langsam sich bewegt. Ich hasse das. Aber ich mach den jetzt. So. Wie kann er? Ich block die ganze Zeit. Und jetzt trifft er mich hier hinten. Ne? Nee. Nicht aufs Grauen geachtet. Wunderbar. Oh, nee.
Und jetzt hat er wieder das Grauen, weil ich nicht genug die Liter der Flasche nehmen konnte. Ey, das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein, oder? Unglaublich. Geht einem das auf den Sack, ey. Komm her. Das ist doch der größte Witz überhaupt. Okay. Konfetti habe ich auch noch genug. Irgendwann geht es mir nämlich auch mal aus, das Konfetti. Aber aktuell geht es noch. So. Ashira Umland, so. Geht er mir auf den Keks, ey. Das gibt's ja nicht, oder? Muss ich jetzt mal platt machen. Ich gehe jetzt mal von einem anderen Weg aus. Sieht er mich so, wenn ich ihn... Wenn ich mich unsichtbar mache? Ist das überhaupt unsichtbar? Nee, das war gar nicht unsichtbar. Okay, machen wir das Blau mal. Ja, er sieht mich so oder so immer. Ich halt doch gedrückt. Geh mir doch nicht auf den Sack, ey. Nein, 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 nein. Ich kann nicht blocken. Ich krieg's nicht geblockt. Hinter mich. So, Ratte, so. Hab ich dich. Das gibt's ja. Das. Ich hab doch das Schwert oben, ey. Und er wieder hinter mich. Komm wieder hinter mich. Oh nein. Oh nein. Na, jetzt kommt er wieder hinter mich. Jawohl, da ist er doch. Da ist er doch. Gukas Geiststurz. Gefallene Kopflose. Reduziert für eine Zeit Schaden für die Haltung. Kann durch Geistemblem wiederholt genutzt werden. Yes. Da haben wir ihn doch. Top. Jetzt fehlt mir, glaube ich, nur noch einer. Und das machen wir dann im nächsten Video, Leute. Weil das möchte ich euch jetzt an dieser Stelle ersparen. Es war schon zu lange, aber schaltet gerne mal wieder ein, wenn wir den nächsten Kopflosen besiegen. Ich hoffe, das wird dann nicht so ein Drama wie hier in diesem Video. Klickt auf die Glocke, hinterlasst ein Abo, Leute, dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Alles klar, Freunde, bis dann, wir sehen uns. Ciao, ciao.